Am 18. und 19. Oktober kamen Mitglieder der Fachkommission für Wirtschaftspolitik ECON des Europäischen Ausschusses der Region in der Markthalle Wismar zusammen, um zu erörtern, wie Cyberangriffe künftig präventiv verhindert werden können und inwiefern der digitale Wandel beschleunigt werden kann. Es geht hier um die sogenannte digitale Resilienz. Übersetzt heißt das, es geht darum, dass wir in den Zeiten, wo ja das Digitale unglaublich wichtig ist für alle Bereiche, aber eben auch für Sicherheit und die Wirtschaft auch, dass wir da sichere Netze haben, dass es keine Cyber-Attacken gibt, wie wir ja in Mecklenburg-Vorpommern erlebt haben. Und es geht darum, wie wir gemeinsam in den Regionen Europas uns da gegenseitig unterstützen können, dass diese Sicherheit gewährt ist. Während immer mehr öffentliche Dienste digitalisiert und miteinander vernetzt werden, steigt das Risiko auf größere Cyberangriffe an. Worst case, digitale Pandemie. Die Mitglieder der ECON-Kommission betonten, dass ein präventiver Ansatz und Investitionen in den Bereich der Cybersicherheit essentiell sind. Hier leistet Mecklenburg-Vorpommern einen Beitrag und diskutiert an Lösungen mit. Auch in Mecklenburg-Vorpommern waren kommunale Unternehmen sowie Kreis- und Landesverwaltungen von Cyberangriffen betroffen. Und wir reden ja über Cybersicherheit, das ist für Mecklenburg-Vorpommern ganz wichtig, also für die politische Ebene, aber auch viel wichtiger für die KMU-Ebene, also für die wirtschaftliche Ebene, für die Industrie. Sie müssen sich eben sichern gegen Angriffe von außen und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man aus dieser Konferenz auch mitnehmen kann. Daher ist es wichtig, dass der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern diese wichtigen Veranstaltungen unterstützt und veranstaltet. Für mich ist es von sehr großer Relevanz, weil wir in Mecklenburg-Vorpommern möchten natürlich auch gerne etwas internationaler sein. Wir haben jetzt sehr viele Vertreterinnen und Vertreter aus EU-Staaten da. Wir sind ja schon seit 2 Tagen zusammen und ich finde es für Mecklenburg-Vorpommern eine absolute Bereicherung. Die ECON-Kommission fordert, dass die digitale Widerstandsfähigkeit massiv gestärkt wird und sowohl regionale, kommunale und lokale Ebenen mit einbezogen werden.